Die 6 besten Soundbars für TV-Geräte von Bose. Ich habe den Bose TV Speaker schon seit einiger Zeit und bin immer noch sehr zufrieden damit. Es ist unglaublich kompakt und einfach zu bedienen. Die Bluetooth-Verbindung funktioniert hervorragend und der Sound ist großartig. Ich war besonders beeindruckt von der Klarheit und der Tiefe des Klangs, insbesondere bei Filmen. Es ist auch sehr vielseitig und verfügt über verschiedene Einstellungen, die Ihrem Geschmack entsprechen können. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und würde es jedem empfehlen, der auf der Suche nach einer kompakten Soundbar ist. Ich habe mir die Denon DHT-S216 Soundbar gekauft und bin sehr beeindruckt von der Audioqualität. Der integrierte Subwoofer sorgt für einen starken Bass, während der die TS Virtual X-Modus ein umfassendes Surround-Sound-Erlebnis bietet. Die Soundbar verbindet sich nahtlos mit meinem Fernseher über HDMI ARC und unterstützt auch 4K UHD. Ich schätze auch die einfache Steuerung über Bluetooth und den optischen Eingang für andere Geräte. Das schwarze Design passt perfekt zu meinem Wohnzimmerdekor. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und empfehle die Denon DHT-S216 Soundbar jedem auf der Suche nach einem hochwertigen Audioerlebnis für ihr Heimkino. Ich bin begeistert von der Bose Solo Soundbar Series 2. Der Sound ist unglaublich klar und die Bluetooth-Verbindung funktioniert einwandfrei. Ich liebe es, wie einfach es ist, meine Lieblingsmusik zu streamen, und die Soundbar fügt sich perfekt in mein Wohnzimmer ein. Die Installation war auch super einfach und ich konnte sie in weniger als 5 Minuten einrichten. Alles in allem kann ich die Bose Solo Soundbar Series 2 jedem empfehlen, der auf der Suche nach einer hochwertigen Soundbar mit Bluetooth-Verbindung ist. Ich habe mir die Samsung HW-B460 Soundbar in Schwarz gekauft und bin total begeistert. Der Klang ist klar und kräftig, besonders der kabellose Subwoofer sorgt für eine intensive Basswiedergabe. Die Soundbar lässt sich einfach per Bluetooth mit jedem Gerät verbinden und dank des USB-Anschlusses können auch Musikdateien von einem USB-Stick abgespielt werden. Ich bin absolut zufrieden mit meinem Kauf und kann die Samsung HW-B460 Soundbar jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem leistungsstarken und eleganten Soundsystem ist. Ich bin absolut begeistert von der Heimel 150 Watt Soundbar mit integriertem Subwoofer. Der Sound ist wirklich sehr klar und ohne Rauschen, dank 6 Lautsprechern und 2 Verstärkern. Zudem verfügt die Soundbar über 8 EQ-Modi und bietet damit die ideale Klanganpassung für jede Gelegenheit. Besonders beeindruckt hat mich auch die 3D- und DSP-Technologie, die für ein noch intensiveres und immersives Klangerlebnis sorgt. Auch die Anschlussmöglichkeiten sind top: Bluetooth, HDMI ARC, optisch und AUX. Insgesamt kann ich die Heimel Soundbar absolut empfehlen und bin froh, dass ich mich dafür entschieden habe. Ich habe die Bose Smart Soundbar 900 ausprobiert und ich bin echt beeindruckt. Die Dolby Atmos Technologie und integrierte Alexa Sprachsteuerung machen das Erlebnis noch besser. Der Klang ist klar und präzise und die Soundbar lässt sich leicht einrichten und bedienen. Ich habe sie mit dem TV verbunden und jetzt kann ich auch meine Musik von Spotify oder anderen Musikdiensten hören. Das schwarze Design passt perfekt in mein Wohnzimmer und sieht sehr stylisch aus. Ich kann die Bose Smart Soundbar 900 jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem hochwertigen Lautsprecher ist. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.